natürlich auch ein Stück weit verstehen. Ja, somit kommen wir dann jetzt zum ersten Kampf in der zweiten Halbzeit. Ja, zweite Halbzeit, wir sind zwar nicht beim Fußball, aber trotzdem, nach der Pause, zweite Halbzeit. Ja, okay, wer kommt da jetzt? Oha. Ja, der Fernsehstar ist in der Haus. Ja, Tarkan Aslan, bekannt aus Berlin Tag und Nacht, hat dort eine Rolle, weiß nicht, hat er die noch oder hat er die gehabt? Ich glaube, die hatte er, Ich bin da aber nicht so drin, das ist, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz so mein Fernsehen, vielleicht bin ich schon zu alt dafür. Ja, wir wollen es ja nun auch nicht bewerten. Nein, ich kann es nicht, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, kann man sagen, was ich nicht kenne, das kann ich nicht bewerten. So ist es. Und jetzt will er auch noch was sagen. Mein Freunde, ich bin nicht langweilig. Mein Freunde, ein Tag in Aslan kommt aus Berlin. Wir nach Kiel. Guck mal, verwechselt er was? Wir sind nicht in Kiel. Das Publikum korrigiert ihn auch hier, dass wir in Lübeck sind, nicht in Kiel. Oh, mit dem Zug musste er anreisen. Na, das ist natürlich... In einem Abteil mit anderen Männern. Aber was mich überrascht, wieso spricht immer eine dritte Person von sich? Versteht es immer noch nicht. Wir sind nicht in Kiel. Immer noch nicht Kiel. Zum Schluss gesagt hat. Ich glaube, das ist total egal. Er hat klargestellt, er ist der Fernsehstar. Wir sind hier in Kiel und Nils hatte keine Lust und deswegen sollte er kommen. Und er muss sich eine Kabine mit Männern teilen, musste Zug fahren. Ja, Diva, Starallüren. Ja, so ist das Leben halt. Unser Gegner kommt jetzt zum Ring. Kann man das eigentlich arrogant bezeichnen, wenn man steif und fest behauptet, man ist in Kiel, obwohl das Publikum sagt, nee, du bist in Lübeck? Ja, ich würde es nicht als arrogant bezeichnen, ich würde es als etwas, ich will nichts Negatives sagen. Marius Alani kommt ganz genau. Im September konnte er sich schon beweisen. Ja, der Mann ist eine Rakete.
Marius Al-Ani. Das ist jemand, von dem man in der Zukunft einiges erwarten kann. Da bin ich fest von überzeugt. Und er kommt gut beim Publikum an. Er kommt sehr gut beim Publikum an. Unser Gegner nicht. Er wahrscheinlich nicht. Nee. Ja, der Fernseh. Kommt der Mann aus dem Herzen Thüringens. Marius Al-Ani. Ja, ich wollte gerade sagen, dass wohl der Fernsehstar Tarkan Aslan sich hier sämtliche Sympathien verspielt. Ich muss ganz ehrlich sein, also ich lache nicht viel in meinem Leben. Aber bei seinen Worten. Da bin ich beinahe über den Tisch gefallen. So kann ich es mal ausdrücken. Also, der Fernsehstar stellt klar, er ist eine Diva. Und Marius Al-Ani stellt klar, er ist ein Kämpfer. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessanter Kampf zwischen den beiden. Ja, man muss hoffen, dass es ein interessanter Kampf wird. Und dann jetzt nicht irgendwie Diva-Star-Allüren durchblinzeln. Aber es geht hier schon mal los im Lockup. Der Ringrichter trennt. Oh, bitte. Macht man das so als Fernsehstar, ja? Vor allen Dingen so ein ganz, ganz, ganz alter Trick. Ja, jetzt beschwert er sich hier auch noch, dass er geschlagen wurde. Also, das sind doch wirklich ganz billige Tricks hier. Ich meine, selbst ein Tarkan Aslan muss und sollte nicht hier zu solchen Mitteln greifen. Na, eigentlich nicht. Da gebe ich dir recht. Eigentlich sollte er es nicht. Er tut's aber jetzt schon wieder. Oh Mann. Ja, und verständlicherweise ist natürlich Marius sehr, sehr sauer hier. Kann man natürlich verstehen, weil er hat wirklich nichts gemacht. Ja, und Tarkan, das mag den Schauspielern ist aber. Ich frage mich gerade, lernt man das beim Fernsehen? Lernt man beim Fernsehen diese unnötigen Aktionen? Damit macht er sich keine Freunde, damit gewinnt er keine Kämpfe. Jetzt geht's wieder in die Ecke. Oh, jetzt kriegt man wirklich eine. Das hat man davon. Ja, wie haben schon unsere Eltern uns das beigebracht? Wer einmal lügt, den glaubt man nimmer mehr. Richtig. Oh, schöner Takedown von Al-Ani, jetzt Front Face Lock. Ja, so übernimmt man natürlich dann die Oberhand. Oh, aber sehr schöner Konter hier von Tarkan Aslan. Der Fernsehstar kann wrestlen. Ich bin überrascht. Das sind dann doch nochmal Aktionen hier. Ich denke, wir haben jetzt schon gedacht, wir sind jetzt nur ungebührliches Verhalten, aber das scheint doch nochmal was zu werden hier heute. Oh, interessant. Da geht's hin und her, kreuz und quer. Schöner Armhebel hier, hält ihn auf dem Boden damit. Oh, sehr schön rausgerollt, über die Schultern gerollt. Damit hat der Fernsehstar, glaube ich, nicht gerechnet. Ja, aber er drückt hier in die Kniekehle, zwingt damit Marius auf den Boden. Oh, tritt ans... Oh, schöner Kipp-Up. Da kommt er wieder nach oben und ist am Drag. So macht man das. Da hat der Fernsehstar nicht mitgerechnet. Jetzt und der 1-1. Sehr früh das Cover hier angesetzt. Gleich mal gezeigt hier. Und wieder der Takedown. So macht man das. So übernimmt man die Oberhand. Jetzt und wieder noch ein Roller, aber am Seil. Oh, Master Cradle. 1-2, aber nur bis 2. Oh, sehr schöne Covers hier. Nach oben und der Dropkick hinterher. Ja, Tarkan Aslan sichtlich überrascht, dass er einen Gegner hat, der auch was kann. Ja, damit hätte er nicht gerechnet. Oh.
Oh. Und will jetzt wieder auf eine andere Art hier das Match fortsetzen. Aber ja, schmeißt Gegenstände in den Ring, holt sich einen Stuhl, schmeißt den. Was macht der denn jetzt hier? Ja, hat Ihnen denn jemand nicht gesagt, dass das Spiel ihm jetzt erst später kommt? Ja, Schauspieler, da sagt es das Publikum schon richtig, Schauspieler. Ja, wird jetzt angezählt. Ja, wobei Schauspieler, Berlin Tag und Nacht. Ja, gut, sagen jetzt mal nichts zu, der kommt da wieder in den Ring. Ja, Marius holt sich hier die Unterstützung des Publikums. Ja, jetzt. Ja, und Tarkan Aslan feuert sich selber an. Ja, standardgemäß. Oh, schon wieder eine illegale Aktion hier an. Jedes Mal dasselbe. Snap Suplex. Und das Cover in der Air. Eins, zwei. Na, eins. Und schon wieder illegale Aktion. Und er diskutiert. Und dabei hat er zufälligerweise das Wadenbein bzw. Schienbein auf der Kehle seines Gegners abgestützt. Ansatz hier zum Albo. Und das Cover? Ja, das viel war zu lässig, viel zu locker. So wird das nichts. Ich fühle mich gerade wie der Restaurantkritiker aus Ratatouille, dem Disney-Film. Überrasch mich, Tarkan Aslan. Als Fernsehsuperstar, zeig mir was Neues. Er ja, tritt hier gegen den Oberarm von Marius, aber ja, damit ist nur auch kein Blumentopf zu gewinnen hier. Da muss echt schon mehr kommen. Nur ein paar illegale Aktionen, ein paar Tritte. Ja, und das Cover wird ja schon mal gar nichts. Das wird noch nicht mehr bis eins gezählt hier. Ja, zumindest ja schon mal eins. Na. Und hier, der Tritt in die. Jetzt geht er aufs zweite Seil, um sich anfeuern zu lassen. Oder. Naja, gut. Er hat jetzt wieder. Da ist er wieder. Oh, Back Suplex. So. Oh. Das Madari blitzt doch manchmal noch so ein bisschen Technik durch. Ja, so ein bisschen der Wrestler überliegt auch mal doch dem Fernsehstar. Der Rampensau. Aber kommt hier hoch. Marius kommt hier auch hoch. Wer gegen Marius oder Ali gewinnen will, der muss mehr Wrestler und weniger Schauspieler sein. Und ja, irgendwie verwechselt er es noch. Jetzt rennt er in den Vorarm. Das ist genau das, was ich meinte. Also, Tarkan Aslan kann schon, wenn er will. Das hat man hier wieder deutlich gesehen. Er muss nur wollen. Und vor allem sollte er das Publikum nur mal außen vor lassen, weil heute wird er kein Sympathieträger mehr. Und sowas kann ganz schnell nach hinten losgehen, indem man ein Match verliert. Oh. Vorarm hier von Marius und der Uppercut hinterher. Jetzt sagt ihr, komm, steh auf, ich will was zeigen. Ah, Tom and Jerry. Sehr schön. Auf den Fuß getreten. Und Fisherman Suplex. Ja. Mit Brücke 1, 2, nur bis 2. Ah, das sind aber sehr schöne Aktionen hier. Das ist das, was das Publikum sehen will. Das ist das, womit man dann auch Sympathien gewinnt. Schön technische Aktionen hier durchgezogen. In den Gegner. Oh, Superkick. Soll das ein Superkick werden hier von Marius? Ja. Ah, Tarkan. Den ab. Oh, schöner Kick gegen die Brust. Und hier aufs oberste Seil. Was will Marius uns jetzt zeigen? Top of Crossbody. Sehr schön. 1, 2, aber nur bis 2. Ja, aber sehr schön durchgezogen. Technisch einwandfrei durchgeführt. Da war Tarkan Aslan auch sichtlich überrascht. Und das Cover gleich hinten dran gezogen. Also ich hatte gerade kurzes Zittern, denn das letzte Mal, als ich einen Top Rope Crossbody gesehen habe, ist der ihn eingesteckt hat, liegen geblieben. Geschichten aus der Vergangenheit. Tarkan Aslan hat jetzt die Oberhand. Ja, mit dem Tritt gegen den Kopf von Marius. Jetzt. Was soll denn jetzt kommen? Tarkan seinerseits aufs oberste Seil. Was will er uns zeigen? Wird das der Double Foot Storm? Ja, der geht aber ins Leere. Marius Alani weicht aus. Superkick! Oh, das war er. Und jetzt das Cover. 1, 2, 3. Der Sieg für Alani. Ja, der Fernsehstar verloren. Ja, sagt es Tina ganz deutlich.
Marius Alani besiegt den Fernsehstar. Man muss halt doch mehr Wrestler und nicht Fernsehstar sein. Genau, und schön wie aus dem Nichts kam hier Marius mit seinem Superkick. Da war Tarkan Aslan sichtlich überrascht und hat gleich das Cover hinten dran gesetzt. Und der ausgenockte Marius Al-Ani wurde.